Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich bin mal hier runtergegangen zu Tenderloin, weil hier könnt mir, würde ich mal sagen, in das neue Gebiet rein. Hier Stufe 15 bis 16 wird ja passen. Wir sind gerade 15. Weiß gar nicht, wie weit zu 16 der Abstand ist. Wir haben auch den Madison Square Park und hier unten den Union Square. Ich denke mal, da könnte es vielleicht, ich weiß nicht. Obwohl, große Aufträge auch nicht, weil die werden mir ja auch schon angezeigt. Aber ich würde mal sagen, ja, wir gehen einfach mal in die Richtung. Komischerweise, warum wir hier einen Kampf haben, weiß ich auch nicht. Aber wir können mal hier ein bisschen Richtung Safe House laufen. Oder mal schauen, was dann so auf dem Weg uns noch alles entgegenkommt. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ja, dann schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Gerade unsere Pistole drin. So, haben wir hier die Scar und noch einmal so eine Uzi-ähnliche. Habe ich mal dabei. So, ja, nur ein paar freundliche diesmal. Wieso habe ich immer noch keine Fertigkeit zugewiesen? Das ist natürlich wieder ein bisschen blöd, mitten auf der Straße. Aber egal. So, hier können wir sehen. Okay, ja, wir haben noch ein Stückchen bis 16. Aber egal. Ja, lassen wir mal hier mit der Fertigkeit. Gerade hier mitten auf der Straße rumstehen. Einen halben Kilometer bis zum Safehouse. Hört sich eigentlich gar nicht so viel an, aber ist dann doch meistens ein Stück. Oh, was kommt denn hier jetzt? Hallo? Einer alleine? Lauft ihr einfach alleine rum? Kann es sein? Auch ein bisschen seltsam, aber okay. Ja, aber hier sind nochmal irgendwo welche. Hier auf dem Radar sieht man ein bisschen was. Hier laufen sie. Schleichen uns mal an. Hier sind es ein paar mehr. Der eine ist wohl irgendwie ein bisschen von der Gruppe weggegangen. So, mit der Granate ist natürlich ein bisschen blöd, wenn die laufen. Ich hoffe, die laufen jetzt schön rein. Perfekt. Ah, aber da hinten sind welche. Und hinter mir ist auch noch irgendwas. Finde ich so komisch, dass die uns alle so entdecken, obwohl wir eigentlich komplett in der Deckung waren. Keinen Mucks gemacht haben. So, hier noch einer. Aber die sind ja noch relativ einfach. Kein hohes Level, aber wir gehen ja weiter in ein neues Gebiet rein. Dann schauen wir mal, wie es da dann wird. Da wird es dann, glaube ich, wieder ein bisschen schwieriger, weil 15, 16 rum natürlich hier. Stufe 5 bis 9, okay. Machen wir noch. Ja, okay, es war nur hier eine kleine Ecke. Sind wir wieder hier in Tenderloin gerade. Obwohl, schon seltsam, steht da auch dran 9 bis 12, aber bin jetzt ja schon eine Weile. Ne, das war ein anderes Gebiet, aber auch trotzdem. Alle Gegner, wo ich gefunden habe, waren eigentlich 12. Nicht niedriger. Bei dem auch alles okay. Kommt ein paar Kartons durch. Hier drüben haben wir, glaube ich, irgendwo gleich die Dark Soon. Könnten wir vielleicht auch mal wieder reinschauen. Mann, ist ja wieder ein paar Level her. Ich weiß gar nicht, mit welchem Level ich drin war. Oder mit welcher Ausrüstung. So, hier haben wir das Flatiron District. 15 bis 16. Oh, hier drüben haben wir sogar den Eingang direkt. Okay. Da drüben haben wir eine kontaminierte Zone. Jetzt ist die Frage, soll ich reingehen? Kann man nachher vielleicht mal kurz machen. Weil, wie gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was hier groß in dem Gebiet hier los ist. Was haben wir hier eigentlich? Was zur Hölle ist das hier? Ach, das soll ein Kampfsymbol sein, weil da irgendwie noch ein zweites Symbol drüber ist. Aber da müssten wir reingehen. Ja, komm, wir gehen mal rein. Fange Funkübertragung ab. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasser
Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen mies, die Mission, weil die können wir nicht machen. Weil wir brauchen ja Stufe 3, oder? Benötigt 3. Weil mir da jetzt gar keine Meldung kommt oder so, dass ich zu niedrig bin. Aber was habe ich? Ich habe Stufe 2. Ja, eben. Sollten wir dann mal lieber noch ein bisschen lassen. Ansonsten hätte ich es jetzt mal kurz gemacht, aber ja, natürlich ein bisschen problematisch mit Stufe 2. Dann gehen wir mal zum Safehouse. Hier oben wird sogar eine große Mission auf der Minimap schon angezeigt. Aber es hat nochmal, glaube ich, nochmal ein Gebiet weiter. Und da ist dann, glaube ich, irgendwie so schon ein bisschen hoch. Ich glaube schon so Richtung Level 18 bis 20 oder so. Und das ist halt die Frage, ob ich das überhaupt schaffe. Geiselrettung, ja, warte mal. Ich gehe mal ins Safehouse rein, dass wir den Schnellreisepunkt haben. Wo muss ich denn überhaupt hin? Irgendwie, glaube ich, nach oben. Kann es sein? Gibt es einen Aufzug? Bin ich dran vorbeigelaufen? Und dann können wir in dem Safehouse noch die kleinen Nebenmissionen da. Hier, doch. Ne, schon da. Hier haben wir noch die Pfeile sogar. Weil mich das gerade irritiert hat, weil plötzlich das Safehouse-Symbol hinter mir war. Hier einmal. So. Schön mit Weihnachtsbaum und so. Sieht ja alles interessant aus. Hier haben wir einmal Einsatzberichte. Okay, so sieht's aus. Früher haben meine Jungs und ich dafür gesorgt, dass hier in der Gegend alles glatt läuft. Aber die Hälfte meiner Jungs ist tot. Vic hat sich diesen Cleaners angeschlossen und alles geht den Bach runter. Sie müssen einspringen, denn im Moment kann ich nichts tun. Ja, warte mal. Erst noch ein bisschen Munition. Auch wenn es nicht viel ist. Okay, die Granate. Sollen wir da mal reinschauen? Wir haben ja eigentlich das Special-Zeug an, was wir gefunden haben. Ich hab's. Können wir mal so ein bisschen reinschauen. Wir haben Masken hier sogar. Oh, das ist sogar auch die Filterstufen. Ich meine, hier immer tut's Schaden nach oben, aber Zähigkeit nach unten. Hier geht halt auch was nach unten. Ich weiß halt immer nicht, wenn immer was nach unten geht. Ja, ich wollte gerade sagen, das hier ist ganz gut, aber geht der Schaden runter? Am liebsten sind mir halt immer Sachen, wo alles nach oben geht oder irgendwas halt nach oben geht, aber nichts nach unten. Also lassen wir es mal. Kommen Sie einfach mal wieder. So, die Einsatztafel haben wir. Ne, es war die hier, weil da. Ne, oben muss noch was sein. Deshalb, weil da so ein Feld nach oben zeigt. Ja, lauter Stockbetten. So, hier einmal. So, ich weiß nicht, ob wir immer noch ein bisschen warten müssen. So, wir können noch weiter nach oben. Aber ich glaube, hier oben haben wir nicht viel. Ah, ich wollte schon sagen, vielleicht ein zweiter Ausgang, aber ne, nur die Toiletten. Okay, was machen wir dann? Cool wäre es halt schon... Lass wie sind ich jetzt außerhalb? Er hat euch nichts getan. Halt hier die großen Missionen zu machen, aber das ist halt schon die Frage. 16 bis 18 ist halt schon ein bisschen... Ja. Lass ihn 20, los. 23. Vielleicht noch weiter. Aber es ist halt schon ein bisschen. Ja. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen mit kleinen Missionen abfinden? Lauter hier vor dem medizinischen Bereich hier, die ganze Mission. Eigentlich wollte ich doch. Ich glaube, den Tech-Flügel wollten wir noch ein bisschen erweitern. Eigentlich können wir ja eh alles erweitern, aber. Das sind nur so kleine Missionen. Soll ich mal die da probieren? Ich weiß es eben nicht. Oder wie viel wir noch brauchen. Aber wir können hier noch ein bisschen was machen und dann... Da kommen wir ja nicht gerade hin. Dann gehen wir hier hin. Ich wollte mal sagen, wir machen hier mal so zwei, drei kleine Missionen. Vielleicht kriegt man ja jetzt dann natürlich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Weil ich ja in letzter Zeit eher in Gebieten war, wo... Wo ich nur natürlich ein bisschen höher war vom Level her, aber wenn die jetzt, sag ich mal, auf dem gleichen Level sind, gibt es natürlich mehr EP und dann geht's natürlich auch ein bisschen schneller. So,
So, hier haben wir auch schon gleich die Geiselrettung so fast um die Ecke. Schauen wir da mal kurz rein. Denken wir, da werden ja nicht so viele Gegner kommen. Ja, schön auf 15. Aber nicht meine Geisel, gell? Wie lange macht der da jetzt noch drauf? Haut da ewig lang drauf rum. So, wir gehen mal ein bisschen vorsichtig vor. Wo ist der Eingang? So stehen wir eh gerade ein bisschen blöd. Aber wir müssen eh, denke mal, ganz normal rein. Hier steht noch gar niemand. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Okay, Bereich. Nein, ich will nach unten. Bereich sichern. So, hier haben wir vorher schon niemand. Kann ich mal in Deckung gehen? So, nur ein paar Ratten. Auf wen schießen die? So, so ein Sturmtippi. So, wie viel haben wir noch? Ist irgendwie so ein Taschendruck, dass man die Seiten wechseln, gibt es leider nicht. Ich muss hier hinschauen. Kann ich hier einfach rein? Alle da hinten, dann müsst ihr doch theoretisch. War schon zu lange nicht mehr draußen. So, okay, hier sind welche, da ist einer. Ah, toll, der kommt in meine Richtung, gell? Der ist jetzt wohl natürlich nicht so gut. Ich mache mir hier eine gute Zeit. Deine kommt. Der eine ist irgendwie ganz. Der da? Irgendwie einer von hinten? So, ging leider nicht anders. So, oh ne, da haben wir nochmal einen. Nochmal so einer, der einfach reinrennt. So, aber jetzt haben wir... Jetzt ist mal ganz gut hier. Sieht man kaum was, so dunkel. Und dann am Rumwackeln wir nochmal was. So, den haben wir. So komisch, dass mir anzeigt von hinten. Scheiße, ein bisschen seltsam. So, wo geht er hin? Jetzt habe ich hier noch einen. Mal sagen. Schauen wir, was haben wir hier. Ja, mit eine Knarre. Bisschen schlechter, aber können wir verkaufen. Dann können wir mal ein bisschen hier nach vorne rücken. So, oh, ein Sniper auch noch. Aber ein ganz normaler. So, ganz einfach. Feuerst. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Na, woher kommen die? Hier, lass mich das machen. Nein. Wieder so einer. Sogar ein Headshot. Ohne zu schauen. So, haben wir noch? Wie haben wir noch? Nur einen, okay. So, schon mal gut reingedonnert. Ja, come on. Ja, ein bisschen schnell wieder in Deckung. Autsch. Es tat weh. Ist der jetzt noch gestorben? Ich nehme an sich gar nicht. Okay, bisschen seltsam. So, hier haben wir nix. Hier brauchen wir den Schlüssel einmal. Ah, der eine hat ihn wohl fallen gelassen. Hallo? Schlüssel? Ah, das war nur das Symbol, dass ich in dem Bereich wohl schauen muss.
Woher kamen die ein? Die kamen, glaube ich, von hier hinten. Na! Hier einmal. So, ansonsten liegt hier nichts rum. Ist doch komisch, weil mir immer noch angezeigt wird, dass einer eigentlich da ist. Oder auch hier irgendwas. Könnte sein. Zivilisten sind in Sicherheit. So, haben wir hier drin was? Danke. Sie waren eine große Hilfe. Jo, bitteschön. Kein Ding. Ah, jetzt haben wir hier offen. Das heißt, wir können schön rauslaufen. So, dann schauen wir mal. Wir sind gerade hier. In der Nähe. Ja, machen wir einfach das, was am nächsten dran ist. Hat einigermaßen gut Erfahrungspunkte gegeben. Noch ein, zwei Missionen und dann wären wir wohl schon 16. Und dann könnte man sich vielleicht auch überlegen, entweder auch noch auf 17 hoch oder dann in das nächste Gebiet weiter. So, ich würde mal sagen, wir nehmen eine Abkürzung. Einmal hier quer über den Park. Ist natürlich ein bisschen blöd, das Navi geht immer über die Straßen. Geht schon wieder irgendwo nach unten? Oh nein. Oder? Muss ich hier rein? Ja, wir haben ja auch wieder die kontaminierte Zone. Schon die zweite Mission, wo wir eigentlich nicht machen können. Machen wir hier den Nebeneinsatz. Viele meiner Geschäftspartner haben wegen diverser Missverständnisse Zeit im Strafvollzug verbracht. Aber diese Typen, die jetzt aus Rikers ausgebrochen sind, sind das Letzte. Gewalt auf offener Straße. Das hat meine Gang nie gemacht. Wer sein Schutzgeld bezahlt hat, der wurde beschützt. Gehen Sie da raus und helfen Sie den Leuten. Ja, was halt jetzt ein bisschen blöd ist, wenn wir hier den Nebeneinsatz machen, da kriegen wir halt gar nicht die Punkte vor die Flügel. Ich wollte ja die Flügel weiter ausbauen. Ui. Mal ein bisschen aufpassen hier. Vier Stück. Ah, alle hier in die Richtung. Das ist normal. Das ist so ein Sturmtypi. Oh, Granaten. Die Stadt gehört jetzt mir. So, ein Hammer. So, wir gehen mal, schauen erstmal in die Richtung vor dem Granatenwerfer. Ah, fuck. Aber nur eine ganz normale Granate. Oh je, was macht der? So, ich wette, er wirft gleich wieder eine. So, schön. Einmal du da. Der ist auch gleich hinüber. Okay, bisschen Munition. Oh, der drüben hat sogar irgendwas Besseres gedroppt. Nein, nach oben bitte. Oh, ja, sieht aber, glaube ich, auch auf den ersten Blick nicht so gut aus. So, wieder Zivilisten retten. Brauche ich einen Schlüssel? Nee, geht sogar ohne. Zivilisten sind sicher. Okay, na gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So, Dankeschön vielleicht. Wir müssen jetzt noch mit dem Offizier sprechen. Können wir da auch in die Richtung? Ja, hier geht's auch nach oben. Meine relativ schneller Nebeneinsatz. Sind eigentlich auf den falschen Eingang rein, aber egal. Erledigt euren Job, Leute. Okay, neues Ziel, Bereich sichern. Hä? Wieso? Geht's nochmal weiter? So, erstmal eine Runde telefonieren. Naja, wenn ihr einen Division-Agenten trefft, dann leistet ihm jede erdenkliche Hilfe. Denn sie sind hier, um uns aus der Scheiße rauszuhelfen. Hey, ich weiß, wir haben uns alle den Arsch aufgerissen. Wir alle. Feuerwehr, Polizei, Veterinäramt, egal wer. Die gesamte Joint Task Force hat unglaubliche Arbeit geleistet. Aber manchmal muss man eben die Kavallerie rufen. Die Krise wird zu groß und es gibt einfach nicht genug von uns. Die Stadt braucht mehr, als wir ihr geben können. Ja, der eine sitzt hier richtig blöd. Alter, da oben rennt einer rum. Das ist aber keine gute Idee hier oben. Ohne Deckung, Kollege.
Oh, genau. Lauft einfach aus der Deckung raus. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen ein bisschen weiter nach vorne. Ah, hier haben wir noch einen Sniper. Und da oben. Abgehauen. So, was haben wir hier? Achso, das eine war nur zum Anziehen. Das habe ich gemeint. So würde ich auch gern schießen können. So, jetzt kann man irgendwo hier drüben hochklettern. Was für ein Kampf. Ja, kommt doch mal hinterher. Bisschen Unterstützung wäre gut. Wir bleiben halt unten. Weiter nach oben, weiter nach oben. Hier vielleicht durch. Und dann halt die normale Treppe nehmen. So, hier raus. Bringt mir auch nicht viel. Aber dafür... Ich vielleicht da drüben. So, nochmal bereichssichern. So, was haben wir hier? Das sieht mal nicht schlecht aus. So, und jetzt wieder bereichssichern. Oh. Ah, ouch. Eigentlich wollte ich nicht nach unten. Oh, ich wollte runterspringen, dass es schneller geht, aber... Der ist da hochgekommen. Komm! Ah, eigentlich im Weg. In einen Sniper. So, oh, Alter! Nein! Wollte mich ja schon mal heilen, da kommt einer. Dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, hier runterspringen. Ja, wird wehtun. Gehen wir mal da runter, wo wir hergekommen sind. So, ab nach unten. Ah, der eine da oben. So, lassen wir den mal da oben. War hier hinten nicht auch noch einer? Wo ist denn der andere hin? Abgehauen. Schiss gehabt. Klasse gekämpft da draußen. Okay, und der ist noch Zivilisten retten. Zivilisten sind sicher. Yo. So geht es einmal. Es wird diesen Rikers eine Lehre sein, ihre Nasen nicht überall reinzustecken. Das hat irgendwie richtig... Das hat gerade mega viel Erfahrung gegeben. Kann das sein? Ja, bam, Stufe 16. Okay, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir nochmal ein paar Missionen und dann... Ja, wäre es cool, wenn wir Level 17 wären, aber das wird nicht ganz reichen. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.